Ja, moin, wir probieren mal das ältere Spiel wieder mal. Far Cry 2 habe ich nie gespielt. Mit 6 und das ist ziemlich anders, scheint's. In Afrika. Man kann mehrere Charaktere auswählen. Was nehmen wir? Viele Pilotenlizenz. Wir nehmen den Pilot. Ich hoffe, man kann fliegen in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht. Also, ich weiß, ist die Waffe gehen sehr schnell kaputt. Die Welt ist leider alles so braun-gelb. So, kann losgehen. Verzeihen Sie die Verspätung. Sie wollen in ein Hotel in Pala? Weiß schon Bescheid. Glück für Sie, dass Pala noch ein Hotel hat. Ich habe Ihnen gesagt, dass das Flugzeug weg ist. Aber Sie glauben mir nicht. Alle glauben, die großen Maschinen kämen zurück. Der Krieg bricht in diesem Fall gerade aus hier. Wie sie da wählen in diesem Konflikt. Sehen Sie sich das an? Dürreperiode. Das Feuer nimmt uns so viel. Es breitet sich aus wie ein Virus. Mein Bruder hatte einen schönen Bungalow mit Scheune, drei Rinder, ein reicher Mann. Ein Buschfeuer hat alles zerstört. Jetzt hat er das Land verlassen. Der kommt zurück. Hier ist Liberation Radio mit der Wahrheit für alle Wahrheitsliebenden. Die Wahrheit ist, dass euer Land euch braucht. Vorsicht vor der APR. Eine Seuche hat euer wundervolles Land im Griff. Ist schon ein guter Wahn. Vielleicht liegt es an seiner Musik? Mein Fahrgast, ich bringe ihn in die Stadt ins Hotel. Woher? Vom Flughafen? Ja, Sir, vom Flughafen. Meine Herren, sind Sie den ganzen Tag hier? Ich könnte Ihnen später kaltes Bier mitbringen. Wie wär's? Sie trinken doch Bier. Yep, Bier? Klar trinken wir Bier. Na dann los. Ja, Sir. Danke, Sir. Bis dann, Sir. Wirklich alles.
genau fährt der Heli? Ziemlich viele Soldaten. Aber die bleiben meistens unter sich. Nur Jungs, die ein bisschen Dampf ablassen. Sie wissen ja, wie das ist. Alle versuchen irgendwie aus dem Land zu kommen. Nur die Dummen bleiben. Die Dummen und Taxifahrer. Mit mir vergiftet. Scheiße, das stimmt nicht. Okay, Sir, wir sind da. Und wir leben. Hey, geht's Ihnen gut? Sie sehen müde aus. Es sieht nicht aus, als hätte er uns in ein Hotel gefahren. Irgendwie nichts machen. Die Präsenz der Zielperson im Vorfeld wird weiterhin destabilisierend. Er ist hauptverantwortlich für die derzeit steigende Waffeneinfuhr. Eine klare Verletzung des gemeinsamen Rahmenvertrags. Sein Ruf als gefährlicher Waffenhändler besteht zu Recht. Befehl, terminieren. Anders gelaufen als geplant. Ich atme noch und Sie haben Malaria. Ein Versuch war es schon wert. Scheiße, oder? Sie sind gefeuert. Sie hatten ihre Chance, aber es ist vorbei. Und weil Männer wie Sie nur für Geld arbeiten, sind Sie nicht mehr mein Problem. Sie müssen sich eine neue Beschäftigung suchen. Ihre alten Kunden verstehen nicht, dass die mich nicht töten können. Verstehen Sie, was ich sagen will? Niemand tötet mich. Niemand. Ich entscheide, wer lebt und wer stirbt. Ich. Ich habe vor langer Zeit mal ein Buch gelesen. Ich denke immer noch jeden Tag daran. Es beschreibt, was die Menschen antreibt. Es hilft mir, das Leben da draußen zu verstehen. Ganz einfach. Jedes Wesen strebt danach, seine Kraft freizusetzen. Leben ist Streben nach Macht, sonst nichts. Bis dann. Thank you.
Kagele, Chucky! Amos muss das sein scripted. Ich weiß wirklich nicht, welcher Feind und welcher Freund soll sein oder was auch immer. Einfach mal alle erschossen, die sich bewegen. Malaria haben wir auch noch. Sie sind erledigt. Das ist ein Drecksgeschäft. Autsch. Okay. Mein Name ist Carbonell und mir ist egal, wie Sie heißen. Sie sind einfach nur ein Problem. Mit wem haben Sie? Sie haben einige meiner Jungs beim Hotel erledigt. Wussten Sie das? Sie arbeiten jetzt für mich. Es müssten ein paar Besorgungen gemacht werden. Also bereiten Sie sich vor. Munition und Medikamente liegen bereit. Was speichern? Okay. Ein bisschen aufräumen mal. Da haben wir auch noch, oder? Hören Sie zu, Sunny Boy. In der Stadt ist die Kacke am Dampfen. Eigentlich sollte es eine Waffenruhe geben, aber das war mal. Ich arbeite für einen Mann namens Gakumba, ein Anführer der United Front. Alle meine Jungs hindern gerade die APR daran, das Land zu übernehmen. Damit bleiben nur noch Sie für die Drecksarbeit. Als erstes brauche ich das beschissene Coupé da hinten auf der Straße. Sie sehen aus, als hätten Sie mit sowas Erfahrung. Versuchen Sie, den Motor zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, Sie kommen noch zu Ihrem Wagen. Sie sehen aus, als würden Sie jeden Moment tot umfallen. Na los! Ja, ja, Malaria. Gebrauchte Waffe, hoffe. Die taugen was. Aber wo ist das Auto? Und das dort? Ich schnell schauen, wo wir sind. Okay. Ist repariert. Ah, jetzt das Tutorial. Jetzt muss ich mal Stab. Okay. Jetzt meine Aufgabe. Das habe ich doch. Jetzt, wo Sie motorisiert sind, glauben Sie, Sie schaffen einen kleinen Überfall? Die APR hat ein Stück südlich von hier einen Vorposten. Niemand würde es je erfahren, wenn den Typen da was zustößt. Schalten Sie sie aus. Scheiss Müll da. Ich
geht nicht vorwärts. Das ist cool, die Wegweiser haben immer einen roten. Viel dort, wo die Helm ist. Einzig. Die Blätter auch kugelsicher. Ich habe gehört, dass Sie den Vorposten gesäubert haben. Nicht schlecht. Ich hätte noch einen Job für Sie, aber ich will nicht, dass Sie schlapp machen. Schlafen Sie ein bisschen und bereiten Sie sich vor. In dem Haus, da sind Sie sicher. Das ist ein Unterschlupf. Das ist das Tutorial. Da finden wir sicher mehrere davon. Das können wir auch noch nicht. Ich weiß doch nicht, wie lang. Kann ich da nicht automatisch? Einen APR-Stützpunkt südlich Ihrer Position auskundschaften. Ein altes Holzlager. Ich will wissen, welche Ressourcen Sie da haben. Auf Ihrer Karte ist ein Beobachtungspunkt markiert. Viel Spaß. Voll Muni wahrscheinlich. Ja. Über die Brücke. Das ist gar keine Brücke. Autsch. Kann ich da flicken? Noch nicht. Thank you.
Fernrohr. Sachen. Gefunden. Befreien Sie die Geisel. Ich bin so dem sein Sklave. Ich hoffe, die Malaria schlägt nicht wieder zu. Die Waffe ist einfach nicht mehr so gut. Macht nicht gerade viel Schaden. Scheiße, ich bin da ein bisschen dumm positioniert. Weg, weg. Oder? Nein, ist es nicht. Hier ist auf jeden Fall kein Radar, wo der Gegner zeigt. Markieren kannst du so nicht. Aber ja, noch nicht alles ist schwer. Der Punkt hier eingenommen. So, provozieren auf mich zu schiessen. Oh nein, ich muss wahrscheinlich Geiseln holen. Ein gemauertes Gebäude ist. Ist nicht im Schrank, oder? Falsche Gebäude. In dem dort. Was ist eigentlich los? Wer sind Sie? Das? Wo sind die Wachen? Da ist ein schwerer Fall von Malaria. Der erste Kamerad. Ja, ich habe nur noch keine passende gefunden. Du noch mit mir? Olivier, Sie haben sich gut geschlagen. Vielleicht war ich in meiner Beurteilung etwas vorschnell. Wer gute Arbeit leistet, wird auch bezahlt. Kommen Sie nach hinten zum Pier und ich zahle Sie aus. Da ist es.
Ui, der ist fit. Wird fast ohnmächtig. Da noch das Fahrzeug. Spannend, ob ich das auch schon kann. Ja. Mit Geschütz. Geschafft. Hören Sie zu, die einzige Währung, die hier zählt, sind Rohdiamanten. Lassen Sie sich nie Papiergeld andrehen, damit wische ich mir nicht mal den Arsch ab. Wenn Sie für die UFLL arbeiten, werden Sie in Steinen bezahlt. Einer meiner Jungs, nicht der Klügste, hat gestern einen Koffer mit Diamanten hierher gebracht. Er hat ihn irgendwo im Lager verstaut und sich dann in der Stadt eine Kugel eingefangen. Vielleicht haben Sie ihn ja getötet. Aber egal, wenn Sie die Steine wollen, suchen Sie sie. Im Koffer ist ein Peilsender, auf den Sie Ihren Kompass ausrichten können. An Ihrer Stelle würde ich mir erstmal Medikamente kaufen. Mit der Malaria ist nicht zu spaßen. Versuchen Sie es im Mikes, da hängen die ganzen ausländischen Cabrons rum. Werden Sie gesund und kommen Sie dann ins Frontbüro in der Stadt. Ich stelle Sie Gakumba vor und bringe Sie bei uns rein. Hey, er kommt raus. Hasta luego. Ja. Okay. Je schneller das blinkt, je näher sind wir. Ja, ich hoffe, die sind zu gut versteckt. Der Wagen war wirklich geil. Ich bin mal noch bei Schrottmühle. Zum Mike's Laden. Der Stadt. Thank you.
Missionen, der Waffenhändler. Eine neue Waffe gibt. Ich hoffe, mir sicher die Sturmgewehr. Durch Pistole. Und schon sind wir pleite. Kennen Sie mich noch? Oder nicht? Egal. Ich heiße Josef. Wir haben einen Patienten, er braucht Medizin. Kein Problem. Dieser Kerl dort hat jede Menge Pillen. Fragen Sie ihn. Falls Sie Probleme kriegen, ich werde Ihnen helfen. Menschen helfen kann ich am besten. Zu Hause helfe ich fast dem ganzen Dorf. 10 Nichten, 12 Neffen. Schön, Sie zu sehen. Ah, hier ist das Scheißband. Alles klar? Das ist alles, mehr habe ich nicht. Wollen Sie es nicht zerstören? Ihre Freunde? Sie sind doch eine Kämpfernatur. Wollen Sie es nicht zerstören? Ihre Freunde machen das sonst immer. Ihnen geht's gar nicht um die Bänder. Oh, jetzt verstehe ich. Sie kriegen Ihre Pillen in der Kirche von Pala. Der Priester dort wird Ihnen helfen. Sofern Sie rechtzeitig dort sind, geben Sie ihm das hier von mir. Man kann den Willen eines Menschen nicht brechen wie den eines Hundes. Je mehr man ihn... Was? Warte mal eben, du bist der Neue. Na, wenn ich was für dich tun kann, frag einfach. Sag einfach, was du brauchst. Waffen, Sprengstoff, Nahkampfzeug. Ich besorg dir alles. Sie gehören also nicht zu denen? Ich bin Ruben Ulubagenbi, ein freier Korrespondent. Sie sind neu hier, das sehe ich an Ihrer Kleidung. Alles viel zu sauber. Sie gehen gerade ein Risiko ein. Ich bin hier nämlich eine Persona non grata. Die Warlords wollen, dass ich das Land verlasse. Ihnen gefällt meine Story nicht. Sie handelt vom Krieg und den Warlords, aber hauptsächlich geht es um diesen berühmten Waffenhändler, der Schakal. Das war er, auf dem Band. Ich habe über 16 Kriege in Afrika berichtet. 16. Und er war jedes Mal darin verwickelt. Er verkauft Waffen und macht ein Vermögen, während Millionen Menschen leiden und sterben. Er glaubt, er kann im Geheimen damit weitermachen. Aber diesmal nicht. Diese Geschichten werden veröffentlicht. Über den Schakal und die Warlords. Über Soldaten, Kindersoldaten und nichtstaatliche Organisationen. Ich lasse alles auffliegen. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Mal sehen, ob es zu Hause überhaupt jemanden interessiert. Ich führe seit Monaten Interviews mit Diplomaten, Warlords, Zivilisten. Wen auch immer ich dazu bringen konnte. Das Material war fantastisch. Dann haben die Soldaten meine Bänder beschlagnahmt. Angeblich wurden sie zerstört, aber wer weiß. Vielleicht auch nicht. Ich kann ja schlecht danach suchen. Mit einer Waffe kann ich nichts anfangen. Und heute brauchen sie ja schon eine, wenn sie nur über die Straße wollen.
Sie haben die Kämpfe gesehen. Der Krieg wird jede Minute schlimmer. Es ist absurd. Warum wird überhaupt gekämpft? Wofür? Das Land ist doch bereits zerstört. Die Menschen, die Diamanten, die Städte. Trotzdem geht die Schlacht weiter mit den Waffen des Schakals. Es wird übel enden. Wahrscheinlich bin ich dann immer noch da. Ich bin wohl ein typischer Gaffer. Hören Sie, wenn Sie noch mehr meiner Bänder finden, bringen Sie sie bitte hierher in die Bar. Ich brauche sie für meine Story. Ich sag's Ihnen gleich, ich kann nichts bezahlen. Ich kann Ihnen nur meine wertlose Freundschaft anbieten. Haben Sie Kinder? Gut, hier ist sowieso kein Platz für Kinder. Das Abenteuer beginnt. Eigentümer zurückgegeben, dem Volk. Das ist irgendwie noch cool gemacht. Schon lange kein Spiel mehr gesehen, dass so alles kannst kaputt schießen. Oh. Ich sollte aber meine Waffen schonen, glaube ich. Ja, der Schuss wird sich etwas schlechter. So, okay, dann gehen wir in der nächsten Folge Medikamente abholen.